Hallo Leute, heute habe ich ein Thema für euch und deshalb lege ich gleich mal los. Dieses Video wird verdammt witzig und deshalb fange ich gleich mal an. Weihnachten wurde 1647 vom englischen Parlament offiziell abgeschafft. In Kalifornien ist es gesetzlich verboten, Schmetterlinge zu töten oder mit dem Tod zu bedrohen. Krieg werde oder du stirbst. In der UdSSR, keine Ahnung was das heißt, war es verboten, in einem schmutzigen Auto zu fahren. Macht den Auto sauer. Ach so, Richter. Schmutz. Giraffen können sie selbst die Ohren auslecken. Widerlich. In Walls gibt es doppelt so viele Schafe als Menschen. Viel Wolle. Jährlich sterben mehr Menschen als an Eseltritten als an Haiattacken. Esel sind die gefährlicheren. Die Wissenschaft von der Dummheit heißt Morologie. Die Vereinigten Staaten haben noch nie einen Krieg verloren, in dem Maultiere eingesetzt waren. Cool. Die durchschnittliche Austrittsgeschwindigkeit von Ketchup aus der Flasche beträgt 40 km im Jahr. Die beiden höchsten IQs, die je nach Standardtests ermittelt wurden, gehören Frauen. Sämtliche Schwäne in England sind Eigentum der Königin. Rehe essen sehr gerne Bananen. Das längste deutsche Wort, in dem sich ein Buchstabe wiederholt, ist Heizölrückstoßabdämpfung. Mit dem Kopf gegen die Wand schlagen verbraucht pro Stunde 150 Kalorien. Ab einer Kälte von minus 20 Grad Fahrenheit friert der Atem in der Luft und fällt zu Boden. Erdnüsse sind einer der Bestandteile von Dynamit. Die Chance zu sterben, indem man aus dem Bett fällt, liegt bei 1,2 Millionen. Schmetterling hat 12.000 Augen. Krokodile töten pro Jahr etwa 2.000 Menschen. Es gibt auf der Welt mehr Hühner als Menschen. In Gefängnissen sitzen durchschnittlich 30 Mal so viele Männer wie Frauen. Ein Mann von 68 Kilo erreicht gerade zu einer Mahlzeit vor 40 Kannibalen. Wenn Schnecken mit zwei Köpfen geboren werden, kämpfen die beiden Köpfe gegeneinander um Futter. Das Gedächtnis eines Goldfisches behält etwa eine Zeitspanne von 3 Sekunden. Beim Niesen werden alle Körperfunktionen ausgesetzt, sogar das Herz. In den USA gibt es mehr Plastikflamingos als echte. 1681 starb der letzte Dodo. Das Wort Manhattan entstammt einer alten Indianersprache und bedeutet der Ort, an dem wir betrunken waren. Das Jojo wurde ursprünglich eine Waffe der Philippinen. In Texas ist es verboten, Graffiti auf fremde Kühe zu sprühen. Der Sektenherrscher Montezuma hat einen Neffen, Kiotlaka, dessen Name so viel wie ein großer Haufen Scheiße bedeutet. 1877 wurde in Belgien eine Gesellschaft zur Steigerung der moralischen und geistigen Eigenschaften der Hauskatze gegründet. Hä? Ich check jetzt schon mal, was da steht, Leute. Bei sofort mit. Voller Name von Barbie ist Barbara Millicent Roberts. Ja, das habe ich gewusst. Der häufigste Vorname der Welt ist Mohammed. Im Amazonas leben rosa Delfine. In Uruguay ist es verboten, sich zu duellieren, außer man ist registrierter Blutspender. 1940 wurde in Frankreich eine Kuh der Zauberei für schuldig gefunden und gehängt. Eine Kuh der Zauberei beschuldigt? Und in Uruguay Blutspender? Was? What the fuck? Durch ein Erdbeben am 16. Dezember 1811 floss der Mississippi rückwärts. Cool, Leute, denkt schon mal. Die große Oktoberrevolution in Russland 1917 fand im November statt. Oktoberrevolution im November. Hä? Lol. In Amerika verletzten sich jedes Jahr rund 55.700 Menschen an Schmuck. Ja, Leute. Also das war's wieder mal. Ohne zu wissen. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.